Hey, guten Morgen, da ist Hitzler Marianne aus der Hauptstraße 97 in Pfull. Ich habe im Fernsehprogramm eine Gewinnmitteilung gehabt von euch. Okay. Da brauche ich dann bitte. Ja, das, was haben Sie denn da gehabt? Eine Nummer, eine Glücksnummer? Ja, soll ich das vorlesen? Ja, bitte. Es ist GLÜ, Abkürzung von Glück wahrscheinlich. 6629 steht da drauf. 29, okay. So, dazu, das hören Sie mal schön auf. Im Gewinnfall gibt es. Was soll ich machen? Ist nicht verstanden. Das sollen Sie aufheben. Aufheben, ja. Ja, im Gewinnfall gibt es dazu dann Post. Und da brauche ich bitte Ihren Vornamen. Marianne? Marianne? Ja. Das sind Sie selber jetzt. Ja, ja. Okay, und der Nachname? Hitzler, wie die Hitze. Hitzler. So, dann brauche ich bitte mal Ihre Postleitzahl. Alles ist 89233. Und Ihre Straße und Hausnummer? Hauptstraße 97. Einen Moment. Die Hauptstraße. Ja. Es ist in Pfuhl. Das wird mir aber in Neu-Ulm angezeigt. Ah ja, das ist Neu-Ulm und der Stadtteil heißt Pfuhl. Ach so, das weiß ich. Okay. So, dann brauche ich hier auch bitte mal Ihr Geburtsdatum. Er ist der 9. April. 63. Okay. Und ich brauche hier auch bitte mal Ihre Telefonnummer. Ah, das ist kein Problem. 07324. Ja. 9616. Ja. Okay, so habe ich es für Sie auch registriert. Im Gewinnfall bekommen Sie selbstverständlich schriftlich Bescheid. Ich wünsche Ihnen auch hier ganz viel Glück dabei. Danke. Ja, gerne. Und ein bisschen Glück hatten Sie ja auch gerade, dass Sie so gut durch die Leitung hier gekommen sind. Um was geht's denn jetzt überhaupt bei dem Gewinnspiel? Das steht hier nicht dabei. Na, das ist doch eine Auslosung. Da oben ist so ein rotes Geschenkle drauf. Da steht 300 Euro drauf. Was ist da drin? Was steht da drauf? Ein rotes Geschenkle, so eine Box mit einer Schleife drum. Da steht 300 Euro dran. Mit der Nummer? Nein, 300 Euro. Also warten Sie mal, das sehe ich jetzt ja nicht. Also mir wird hier nur angezeigt, dass Sie mit der Glücksnummer hier angemeldet werden können für eine Rentenverlosung. Ah, das ist auch gut. Sind das dann 300 Euro im Monat? Das ist eine Rentenverlosung, monatlich 1111 Euro für 5 Jahre. Das ist ja noch besser. Da sind Sie jetzt mit dabei, ja? Ah ja? So, und dann haben Sie jetzt auch noch die Möglichkeit, sich unsere Premium-Runde zu sichern. Diese Premium-Runde startet ab dem 17. August. Ja. Premium-Tipp 49 Pro. Da nehmen Sie jeden Mittwoch und Samstag mit 119 Tippreimen inklusive 10x Spiel 77 und Super 6 am großen Lotto-Jackpot teil. Aha. Sie verpassen keine Ziehung und Sie spielen jede Woche bildlich gesehen mit 20 ausgefüllten Scheinen. Ja. Das sind 238 Tipps die Woche. Aha. Und das in unserer kleinen Gemeinschaft von nur 180 Teilnehmern. Zusätzlich ist Ihr persönlicher Tipp jeden Samstag mit dabei. Und das Besondere hier ist, durch das Spiel 77 und Super 6 erhalten Sie eine doppelte Treffergarantie, werden mindestens 4x die Woche einen Treffer mit uns landen. Aha. Und sind hier auch jeden Tag bei einer Rentenverlosung mit dabei. Jeden Tag? Jeden Tag wird hier ausgelost. Kann man das auch mehrmals gewinnen, wenn das jeden Tag verlost wird? Nee, das kann man nur einmal gewinnen. Ah ja, schade. Ja. Ah, immerhin, 1000 Euro ist eine Menge Geld, da kann man einmal von tanken. Ja, aber hier können Sie zum Beispiel, bei dieser Runde sind es 5555 Euro und das für 20 Jahre. Das ist ja die Bonusrunde, ja? Ach so, das ist noch mehr. Ja, und dann haben Sie ja auch noch... Das ist ja geil, wie das ein Pfarrer sagt. So, jetzt habe ich noch eine Sache. Hier kriegen Sie sogar, wenn Sie die Runde auch nutzen, für jeden Einkauf dann übers Internet mit der Familie können Sie bis zu 25% sparen. Die Aktion, die läuft zunächst für überschaubare 3 Monate. Ja. Zu den besten Konditionen pro Ziehung, also je Mittwoch und Samstag, ja, sind das bei uns 2,41 Euro fürs komplette Paket.
Und für den kompletten Monat kommen wir auf einen fairen Einsatz von 59,50 €. Egal, ob der Monat dann 4 oder sogar 5 Wochen hat, das spielt Ja, keine Rolle. was war Sondern das nehmen wir jetzt mit dem einfach mal Sparen? Das habe ich nicht verstanden. Tut mir leid. mit dem Sparen, na, wenn Sie im Internet bestellen, bei über 900 Online-Shops, Ich habe gar kriegen kein Sie bis zu. Internet. Oh, ja, aber das kann die Familie ja nutzen. Also wenn Sie Kinder haben, die können ja die Karte auch mit nutzen. Ja? Ja, So, kostet jetzt es haben Sie dann noch. mehr, wenn das für andere Leute auch noch ist? Nein, der Gut. Preis ist der gleiche. 59,50 € kostet die Runde hier im Monat. Und für überschaubare 3 Monate wird das jetzt angeboten. Und wenn Sie die jetzt hier auch mit nutzen möchten, Oh, das ist ja geil. dann verraten Sie mir mal 6 Zahlen von 1 bis 49 dazu. 6 Zahlen. Ja. Also wie bei... Nehmen wir mal den da. 5. Ja. Dann nehmen wir mal noch 12. Ja. Dann nehmen wir mal noch 36. Ja. 41. Ja. 11. Und noch eine Dann Zahl nehmen wir mal bitte. die 2 noch fürs gute Glück. Zwei noch. Zwei Okay, dann gute kriegen Dinger. Na, dann kriegen Sie jetzt diese Originalunterlagen in den nächsten Tagen auch per Post nach Hause geschickt, dass Per Sie auch Post kommt alles. es auch noch. Ja, per Post kommt das auch noch, damit Sie alles nachlesen können, damit Sie was in der Hand haben. Ja, muss gerade mal eine So, Gummibärle fressen. Ich freue mich so. ja, schön. So, der erste Betrag von 59,50 € ist fällig Ende Juli, dann Ende August und Ende September und alle Geldbeträge, egal ob Ihre Gewinne oder Rabatte, dann auch hier immer auf Ihr Konto ausgezahlt. Ja. Und mit welcher Bank oder mit welcher Sparkasse arbeiten wir denn für diese kurze Zeit zusammen? Bei Postbank in München bin ich. Und wo seid ihr? Okay, wir sind bei der Commerzbank. Ah ja, Ja. ist eine Firma, der ist ja So, kommerziell, ne? wie lautet dazu Ihre IBAN-Nummer, Ihre DE-Nummer? Das habe ich nicht im Kopf. Da Also muss ich ich meine, gucken. ja, gucken Sie mal nach, weil Früher sonst war das hat. ja ganz einfach. Da war das die Kontonummer, die hat man auswendig kennt und dann hat irgendwelche Saudeppe entschieden, dass das Ding jetzt doppelt so lang sein muss. Das kann sich doch keiner merken. Ja, aber da können wir uns leider auch nicht mehr Ah, ändern, das ja? weiß ich, aber wer sowas beschließt, der ist auch von Beruf Sohn und Tochter, hat nie gearbeitet im Leben. Ja, welche IBAN-Nummer trage ich denn für Sie jetzt Ich hier muss richtig? raussuchen, habe ich doch gerade schon gesagt. Ja, gucken Sie nach. Hast Stress bei der Arbeit? Muss es schnell Nein, gehen? ich hab keinen Stress. Ach, Gut. alles gut. Das hoffe ich doch, wenn man so schöne Sachen verschenkt. Macht es Spaß? Das ist wohl wahr. Das macht auch Spaß, immer mal andere Kunden am Telefon zu haben. Das ist auch Ah richtig. ja, jeder ist anders, ne? Richtig, genau. Ah, das ist klasse. Das ist Krankenkassekarte, das bringt mir jetzt an. Da ist er wieder nachgelegt, der Gottfried. So, Gott, ich habe immer Stimme im Kopf, die sagen mir immer, wie ich Sachen nachlegen soll. Und da finde ich es nie mehr wieder. Kennst du das? Nee, das kenne ich eigentlich nicht. Ah, das geht mir Nein. auf den Sack. Schon seit 6 Jahren redet er immer. Wäre Sache. Ah, ich hab's gleich. Okay. Im Schmuckkästle. Da ist sie drin. Haben Sie gut versteckt? Ah ja, wenn die ganz kriminelle Gesindel kommt, da muss man aufpassen. Ja, war schon Pfarrer gesagt, er soll Orgel wegschließen. Ich komme jetzt immer nachts und versuche Sachen zu klauen. Ja, Neulich habe ich kommt mal nach. 2 Minuten im Supermarkt, habe ich meinen Einkaufswagen stehen lassen. Da haben sie mal den Euro rausgeklaut, den habe ich nicht mehr wieder gekriegt. Was? Ja, musst du den Euro neu stecken, dass du Einkaufswagen mitnehmen kannst. Den haben sie mal Naja, rausgeholt. ich denke Als ich schon. mich für die Butter angestellt habe, das musst du dir mal vorstellen. Das ist ja nicht mehr normal. Na, ich mache immer ein Stück rein, also von daher. Ja, den habe ich mal dann angeben lassen, aber mein Euro, den habe ich immer nicht wiedergefunden. Ist weg. Naja, es ist natürlich nicht so schön, wenn man sowas hat, aber das geht doch eigentlich gar nicht. Wenn der Euro da reingeklickt ist, das geht doch gar nicht raus. Ich habe auch gesagt, es muss einer sein, der da arbeitet. Die kennen ja die ganzen Tricks mit den Sachen. Ich traue denen alle nicht. Ich habe das Geld gestohlen. Dem Pfarrer habe ich es auch gesagt, der geht da jetzt auch nicht mehr einkaufen. Ist Wo waren das? gefährlich. Der ist ja nun mal Wo 20 waren Jahre älter. Wenn sie dem alles Geld stehlen.
Stell dir das vor, der Pfarrer beklaue. Na, das geht ja gar nicht. Nein, man kann, darf nicht, das darfst nicht stehlen, ist verboten. Habe ich auch gesagt, da hätten wir nicht zugehört. Kommst du, gehst du auch in die Kirche? Nein. Nein? Ah, es ist schade. Weißt du, der Pfarrer, musst du den Pfarrer mal anrufen, dass der dich auf den rechten Weg führt. Naja, ich glaube nicht, dass ich auf dem unrechten Weg bin. Ah, doch. Doch? Ah ja. Okay. Dann wissen wir ja, was mache ich? Ich meine, du klaust Leute am Telefon das Geld, dafür kommst du in die Hölle? Ich komme nicht in die Hölle. Ah doch. Ich klaue ja kein Geld. Ah, Elite Premium Service AG, wir hocken hier im Alterheim. Wir rufen euch jetzt den ganzen Tag an, bis ihr damit auffährt. Ach so, naja, dann können sie doch das machen. Ah ja, ihr habt drei von unseren Mitpatienten, habt das Geld geklaut. Wir klauen hier gar kein Geld. Ah ja, mit einer Schweizer Reise, Premium Service, das ist alles Betrug. Das ist überhaupt kein Betrug. Ah ja, doch, das hat der Verbraucherschutz, ist auch da gewesen, die haben uns beraten. Die haben auch gesagt, das ist all kriminell. Ach, das ist überhaupt nicht kriminell. Ah ja, der Verbraucherschutz hat's gesagt und der Pfarrer, der hat's auch gesagt in seiner Predigt. Der Pfarrer Borchert hat's gesagt. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen beim Gewinnspielservice. Mein Name ist John Herrmann. Mit wem spreche ich denn? Ja, guten Morgen. Hier ist der Herr Mader aus Neu-Ulm. Ich habe hier im Prinzip im TV-Magazin so eine Mitteilung bekommen. Ja. Wegen einem Gewinn. Bin ich da richtig bei Ihnen? Ja. Ja. Das ist richtig. Da haben Sie was freigerubbelt und Sie haben eine persönliche Kontrollnummer, richtig? Ja, da steht ja. Soll ich das vortragen? Die persönliche Kontrollnummer bitte zuerst. Ja, das ist also Gustav Ludwig Übermut 6629 steht hier. Und daneben ist halt Ihre Telefonnummer. Alles klar. 6629 sagen Sie, ja? Ja, ja. Was gibt's da denn zu gewinnen bei Ihnen? Sage ich Ihnen natürlich sofort, ja. Herr Mader, Mader oder Marder? Ja, wie der Marder im Auto. Okay. Und der Vorname einmal bitte? Hans Joachim. Mit Bindestrich oder ohne? Nee, ohne bitte. Hans Joachim, ja? Ja, ja. Hajo ist auch in Ordnung. Hajo, okay. So, die Herr Mader. Herr Marder, dann sage ich Ihnen natürlich, was wir da Schönes für Sie haben, ja? Das heißt, mit dem Code GLÜ6629 haben Sie definitiv eine schöne Sache, kann ich Ihnen sagen. Oh, ja. Sie gehören damit tatsächlich mal zu den Glücklichen, die sich freuen dürfen. Ja? Über einen Gutschein von der Trendtours Touristik im Wert von 300 Euro. Oha! Ja, das bedeutet, das ist ein kleiner Reisegutschein im Wert von 300 Euro, mit dem Sie sich selbst aussuchen dürfen, wann, wie, mit wem und wohin. Das muss natürlich keine Auslandsreise sein oder so. Kann auch Inland sein, muss nicht so weit sein. Ja. Gut. Auf gut. jeden Fall. Ja, ich bin, nicht mehr, bin nicht mehr ganz so mobil. Ne? Da ist das nicht verkehrt, wenn das nicht... Der ist auch übertrag- und verschenkbar. Das heißt, Sie müssen ihn nicht mal selbst nutzen. Wäre auch eine Möglichkeit. Nee, ja, wenn ich schon mal was gewinne oder geschenkt bekomme, dann werde ich dem Teufel tun, das weiterzugeben. Okay, du erinnerst? Klar. So, und ich sage Ihnen dann natürlich auch, sind Sie kostenlos auch noch in der Verlosung um 50.000 Euro mit dabei. Oha! Ja, ist auch eine schöne Sache, Herr Marder, ja. Ja. Und dann wünsche ich Ihnen auch dafür ganz, ganz viel Glück. Ich würde Ihnen nur noch ein paar klitzekleine Fragen stellen, damit ich auch weiß, wo der Gutschein hingeht und natürlich auch, wohin wir die Benachrichtigung schicken, sollten Sie gewinnen. Ja, ja, das war jetzt ein bisschen zu schnell, ich habe das gar nicht verstanden. Also ich würde Ihnen jetzt noch ein paar klitzekleine Fragen stellen, ist nichts Wildes. Geht nur darum, wo wir dann die Benachrichtigung hinschicken dürfen, wenn Sie gewinnen und wo der Gutschein hingehen soll. Ja. Ja. Dann, Herr Marder, nennen Sie mir doch bitte einmal die Postleitzahl. Dann? Hallo? Ja? Ja, wohin geht der? Was sagten Sie? Naja, deswegen, ich stelle Ihnen noch ein paar klitzekleine Fragen, Herr Marder. Ach so. Ja. Und damit ich weiß, wo ich den Gutschein hinschicken darf, ja, und natürlich auch, damit wir Sie im Gewinnfall um die 50.000 Euro benachrichtigen dürfen, ja. Herr Marder, dann nennen Sie mir doch mal bitte einmal die Postleitzahl. Sehr gerne, das ist 89231. Das ist sehr schön. Neu-Ulm, Stadtteil Pfuhl. Stadtteil Pfuhl, okay. Und einmal bitte die Straße, die Hausnummer.
Ja, das ist ja im Prinzip die Friedenstraße, also wie der Frieden, den wir gerade nicht haben. Ja. 211b. Okay. Da haben wir es. Friedenstraße 211b in 89231 Neu-Ulm. Und Jawohl. einmal bitte das Geburtsdatum für die Ja, Gewinnberechtigung. sehr gerne. Es ist der 11. Ja. 47. Sehr schön. Das haben wir. Dann sind es auch ganz knapp 18 und gewinnberechtigt, ja? Nochmal, was war? Ich sage, das haben wir und dann sind sie auch ganz knapp 18 und gewinnberechtigt, ja? 18 Gewinne? Nein, ich sagte, Sie sind ganz knapp 18 und gewinnberechtigt. Das war so ein kleiner Scherz am Rande. Habe ich nicht verstanden, tut mir leid. Alles gut, alles Ja, gut. Ja, ich kann nicht mehr so dann. gut hören, ne? Ja, ist alles gut, dann spreche ich einfach ein bisschen lauter. Ist so besser? Ja, das ist sehr hilfreich im Prinzip, ne? Natürlich, gern, kein Problem. Und Ich dann sage erinnere ich mich ja Ihnen. immer noch an die Zeiten, wo das noch einfacher war. Ich sage dann immer zu meiner Frau die Zeit, als wir noch hören und sehen konnten, du erinnerst. Und sie sagt dann immer, ich erinnere. Und das ist im Prinzip alles, was sie sagt noch. Okay. So schlimm, ja? Ja. Die Gesprächsthemen gehen halt irgendwann. Ich versuche da ja immer wieder Gespräche zu initiieren, ne? Aber die Antwort ist halt dann immer, ich erinnere. Okay. Das ist aber nicht viel als Antwort. Nicht wirklich. Vielleicht sollte ich versuchen, komplexere Fragen zu stellen. Ich glaube auch. Das wäre vielleicht hilfreich, Herr Marder. Ja, so Ja? offene statt geschlossene Fragen, ne? Ja, genau. Das kennen Sie ja bestimmt auch. Natürlich kenne ich das. Offene Sehen statt Sie. geschlossene Fragen sind wichtig. Ja. Aus welchem Grunde? Jetzt können wir mal gucken, was Sie so gelernt haben. Sie sind ja noch ein bisschen jünger als ich, ne? Naja, einfach in der Kommunikation ist es wichtig, an gewissen Punkten natürlich beide Fragen zu platzieren. Geschlossene Fragen, damit der Kunde nur noch mit Ja oder Nein antworten kann oder der Gegenüber im Allgemeinen. Ja. Ja. Und damit es da nicht viele Antwortmöglichkeiten gibt. Und natürlich dann eben offene Fragen, damit man eben auch ein bisschen mehr erfährt, nicht? Das haben Sie sehr schön zu sich. Ich sehe, Sie sind ja im Prinzip gut ausgebildet. Sind Sie da in leitender Funktion tätig? Nein. Das hört sich so an. Also ich Nein, habe ja nein, öfter, alles. dass mal Leute bei mir anrufen, ne? Die sind ja, sag ich mal, zu einfachster Kommunikation gar nicht mehr imstande heute, die jungen Leute. Ja, das ist so furchtbar, aber das sind die Leute, die anrufen, die sind meistens auch gar nicht geschult, sondern die versuchen nur irgendwelche Betrugsmaschen. Und da habe ich heute früh einen gehabt, ne? Der hat mich ja, da wollte ich gerade ein Frühstücksei machen. Meine Frau hat wieder nur eins für sich gemacht, da war ich ja schon sehr erbost. Und dann rief der mich an, hatte gar nicht in der Lage, meinen Namen auszusprechen oder irgendetwas, und wollte mir im Prinzip erzählen, dass wir jetzt billigeren Strom kriegen, ne? Okay, also wirkt dann schon immer nicht sehr einladend und seriös, wenn die nicht mal vernünftig Sätze bilden dürfen, können. Ja. Ja, vielleicht dürfen sie es ja auch nicht. Vielleicht Weiß kostet ich das nicht. mehr, kostet wahrscheinlich mehr Geld, wenn man da vernünftige Leute holt. Ist ja wahrscheinlich der Fall. Aber ich habe mal noch eine kleine Frage. Ich sehe, Sie Ja. senden keine Rufnummer mit. Würden Sie mir Ihre Rufnummer nennen? Aber was soll ich Ihnen senden? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich sagte, Sie senden ja keine Rufnummer mit. Wären Sie so freundlich, würden mir Ihre Rufnummer nennen? Oh, die weiß ich gar nicht auswendig. Wir haben erst den neuen Anschluss bekommen, weil hier ist beim Herbststurm, ne, da hat das ja das Häuschen vorne zerlegt. Ich kann die noch Ja. gar nicht auswendig. Ist das schlimm? Na, besonders schlimm ist das jetzt nicht, nein. Gut, weil ich müsste Haben Sie jetzt die. gucken, aber ich weiß jetzt auch nicht, meine Frau, die war mit den Unterlagen jetzt jüngst hier beim Schuldnerberater gewesen. Ich weiß nicht, wo sie das hingetan hat, ne? Okay, dann habe ich auch keine weiteren Fragen mehr. Wir können Sie dann im Gewinnfall schriftlich informieren. Ja, ich Ja. wünsche Ihnen da ganz, ganz viel Glück und drücke Ihnen natürlich die Daumen. Um was Ja, ging das denn jetzt nochmal? Ich habe das schon wieder vergessen. um Ihren Gutschein, den Sie zugeschickt Ja, bekommen, ja. und die Chance, die kostenlose auf die 50.000 Euro. Und wann Ja, findet das statt? die Auslosung dafür ist im Januar erst. Das kann ich mir doch gar nicht merken. Muss ich mir aufschreiben nochmal. In welchem Januar war das?
Mitte Januar ist das. Also am 15. Ja, so um bei. Steht das noch nicht fest oder ist das eine Geheimnis? Wir haben da auch nur die Information, dass es Mitte Januar ausgelost wird. Achso, ja? wer verschenkt das denn da? Den Gutschein, der kommt von der, sagen Sie schon, Trenthurst Touristik GmbH. Ja. Ja? Und die VSG verlost hier die 50.000 Euro. Die ja? Wer bitte, wer war das nochmal? VSG. Wofür steht denn das? Sage ich Ihnen natürlich gern, ja. Aber ich sage Ihnen auch, meine Gesprächszeit ist sehr begrenzt, ja. Ich darf hier nicht stundenlang Gespräche führen. Das sind ja erst 9 Minuten und 25 Sekunden, ne? Ja, aber unsere durchschnittlichen Gespräche gehen so 4 Minuten. Na sehen Sie, bin ich schon mal doppelt so gut wie alle anderen. Ja. Was war das jetzt? VSS GmbH? Ja, das ist der Verbraucher, nein, die VSG, Verbraucherservice-Gesellschaft ist das, von Hamburg. Von Hamburg? Ach ja, da geht ja auch die Reise hin, ne? Nö. Nicht? Nö. Aber da wollte ich doch gerne mal anschauen. Na, da können Sie hinfahren, wenn Sie wollen. Das dürfen Sie selbst aussuchen, wo die Reise hingeht. Ja, deswegen, das sage ich so. Ja, oder geht das nicht, weil die da sitzen? Nö, das geht. Warum soll das nicht gehen? Na, ich weiß es ja nicht. Ich habe ja die Spielregeln nicht vorliegen hier. Ich bin ja, sag mal, schon überfordert. Sie kriegen alles nochmal zugesendet. Der Gutschein, der ist in circa 4 Wochen bei Ihnen, Herr Marder. Dann können Sie alles nochmal nachlesen. Ja. Warum dauert denn das so lange? Weil die erst noch fertig gemacht werden müssen. Herr Marder, jetzt muss ich aber wirklich los. Ja, die Lampe leuchtet schon rot hier. Ja, ich merke schon. Ich habe erzählt, dass ich einen Schuldnerberater habe. Da haben Sie gemerkt, dass Sie mir nichts andrehen können. Jetzt wollen Sie mich loswerden. Nein. Dass ich Ihnen das Zusatzprodukt nicht vorgestellt habe, hat ganz andere Gründe. Ich denke einfach, das würde zu lange dauern und rentiert sich nicht. Das ist nicht sinnvoll. Ja. Ganz rationale kaufmännische Entscheidung. Genau. Ich wünsche Ihnen das. Grüßen Sie mal den Geschäftsführer von der Elite Premium Service AG. Die sollen aufhören, die Leute abzuzocken. Sonst komme ich mit dem Krückstock. Mit dem habe ich persönlich keinen Kontakt. Ich wünsche Ihnen jetzt einen sehr schönen Tag. Ja, googeln Sie den Namen mal nach Feierabend. Das sind Betrüger. Sie sollten sich eine andere Arbeit suchen. Ja, wir haben hier im Altenheim, habt ihr, sagen wir mal, 4 von unseren Leuten, sag ich mal, diese schwachsinnige Karte da angedreht. Hier sind so viele Leute und so viele Telefone. Das wird ein lustiger Tag heute. Ach so, versuchen Sie sich jetzt ein bisschen zu rechnen, indem Sie die Leitung blockieren. Nee, nicht blockieren, sagen wir, möglichst viele Informationen halt einzuholen, ne, für die Verfolgungsbehörden, ne? Weil das kann nicht angehen, sowas. Würden Sie sich dann im Prinzip als Insider, als Zeuge zur Verfügung stellen, damit die Magre ihr Geld wiederkriegt? Dafür weiß ich viel zu wenig. Ja, also Sie wissen ja, wo die Unterlagen und wo das Geld ist. Da würden wir im Prinzip von der russischen Botschaft, da haben wir gute Kontakte, da würden wir im Prinzip dafür sorgen, dass da mal einer vorbeikommt. Wie lange machen Sie das schon? Ich muss jetzt wirklich weiter. Jetzt tu mal nicht so. Erzähl mal, wie lange machst du das schon? Ay caramba. Caramba. Seit Februar bin ich dabei und ich lege jetzt wirklich auf. Ach, ich sage auf Wiederhören. Ja, bis gleich heißt, wenn du jetzt auflegst, rufe ich wieder an. Tun Sie das. Auf Wiederhören. Den ganzen Tag lang. Ne? Rache für Margret. Rache für Margret. Wie erstmal überhaupt, das ist denen allen scheißegal, dass die für die Elite Premium Service AG da irgendwelche schwachsinnigen Karten verkaufen, wo die Amazon dann angeblich 30% Rabatt gibt und netto auch noch. Die sparen an jedem Mitarbeiter und allem, aber verschenken dann auch Geld, ganz bestimmt.